Hallo Leute, willkommen bei uns beim Würfelladen und wieder mal mit Salzburger Unterstützung. Oliver, hallo. Habt ihr eh schon in den einen Battle Report gesehen? Genau. Wenn der vorher kommt, aber ich schätze mal. Wir spielen heute Erobern und Kontrollieren. Das bedeutet, es geht um 5 Marker und meine Armee wurde heiß gewünscht, dass die endlich gespielt wird. Und zwar werdet ihr das gleich sehen, warum. Und der Oliver hat auch eine ganz besondere Spezialität heute mit. Ich habe Königreich von Moria und eine kleine Spezialität, die singen wir uns nachher dann gleich an. Genau, das heißt, wir schauen uns die Armeeverstellung an. So, hier sehen wir den Anfang. Ich werde gerade belagert von Hunden. Oder von einem Hund. Ein Wagangriff, ein wilder Wag. Oh Gott! Ich bin toter Mann. Also, wir haben hier eine relativ klassische Königreich von Moria Liste. Anführer ist Balin. Da sind mehrere Khazad-Wachen. Insgesamt sind es 8, glaube ich. 2 Eisenwachen und dann hier haben wir 4 Bogenschützen der Zwerge. Und dann haben wir noch etwas Spezielles. Wir haben hier 2 Schweinereiter. Die werden einfach jetzt gespielt mit den Profilen der Widerreitern. Eigentlich dürfen die natürlich nicht rein verbündet werden im Königreich von Moria, aber sie sollen einmal gezeigt werden, sie sollen einmal gespielt werden. Und natürlich Marke Eigenbau. Marke Eigenbau, genau, richtig. Die Miniaturen sind von Otherworld Miniatures, drauf sitzen die Zwerge von Unreleased Miniatures. Und nur ein paar kleine Bits und Pieces, die ich da drauf gemacht habe, damit die da so ein bisschen cool ausschauen. Und dann, die werden übrigens angeführt von Gimli. Und der hat nur dabei 2 Tunnelkampftruppen, 2 Khazad-Wachen, eine Eisenwache und einen normalen Krieger der Zwerge. Wir in der Armee insgesamt 11 Morannon Orks mit Schild. 8 Morannons Orks mit Schild und Speer, den Befleckten auf Pferd, Kadosh und die große Überraschung, die was in der Gruppe unbedingt gewünscht wurde, dass ich sie endlich einmal spiele, eine Gorgoroth Bestie. Ich bin gespannt, ich habe sie selber noch nie gespielt, das heißt, wir werden jetzt gleich sehen, was die macht, ob die was gegen die Zwerge ausrichten kann mit ihren verhältnismäßig wenigen Treffer, die sie ausrichtet. Aber wird auf jeden Fall lustig, wir freuen uns und wir sehen uns gleich beim Spiel. Ich wäre soweit. Ja, ich auch. Na bitte. Dann legen wir los. Inni. Eine 1, eine 6. Ist deine. Das hatte ich mir gewünscht. Das hatte ich mir gewünscht? Ja, das hatte ich mir gewünscht. Das haben wir schon fast drauf. Ausnahmsweise will ich nicht die Inni. Ja. Was kostet die Welt? Jetzt gehen wir da einfach gleich mal ran. Das wird sich gleich mal auszahlen. Also da haben wir gleich einmal diesen Anreit. Jo. Also wir nehmen ja die Profile der Widerreiter her. Ja. Jetzt habe ich aber einen Vorschlag, wenn jemand Profilideen für so Schweinereiter hätte. Schreibt es in die Kommentare, das wäre interessant. Da haben wir nämlich lange diskutiert, wie man es machen könnte und sowas. Was ist zu böse, was ist nicht zu böse. Genau. Gebt uns Bescheid. Also dann haben wir da mal, na, so nah mit einem Würfel wird es geschaut. Hast du eigentlich auch zu Fußmodelle für das Ding? Stimmt eigentlich, habe ich nicht. Hab ich nicht. Hast du welche, aber du hast welche, aber die hast du nicht. Irgendwelche Speerträger, ist ja wurscht. Ich hätte mal irgendwann mal gedacht, dass ich mal welche anmelden sollte, aber ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die nicht sterben. auf die 5 plus gehen die zu Boden. Hust. Ah, ist es jeder Einzelne? Dann ist es für jeden Einzelnen. Nein, dann ist das schon mal der Erste. Ja, und dann musst du den Zweiten noch extra dürfen. Ja, und der Zweite geht auf den Boden. Doppel 6, gell? Das hat sie ausgezahlt, ja. Gefällt mich nicht. Gefällt mir so. Gefällt mir nicht. Und dann. Ich räume hier schon wieder Bäume und Zeug um und wird. Ich fühle mich wie Godzilla. Godzilla! Godzilla! Olizilla! Olizilla! Ja, also das mit die 8 Zoll, das hat er natürlich schön ausgemessen, dass ich da nicht mehr rankomme und dass ich eine Kriegsbestie nicht mehr binden kann. Da hilft auch gar nichts irgendwie. Ich kann auch gar keinen heroischen Marsch ansagen, weiß ich. Das heißt. Zwerge sind zwar Ärsche, aber können keine Märsche. Okay, also dann machen wir da. Mordsgefährlich auf kurze Distanzen. Nee.
Einmal so seitlich da so rein. Auf beide. Und dann machen wir da wieder zweimal umreiten. Auf die 5. Nein. Nein. Sie stehen. Sie stehen stramm. Punkte von der Kriegsbeste haben sich schon mal jetzt ausgezahlt. Du hast mindestens 150 Punkte da drüber geschoben. Ja. Die du nicht nutzt, einmal fürs Erste. Also. So, wo ist mein Maßband da? Wir drehen sie. Und gehen jetzt einfach mal 5 Zoll bleiben wir weg. Das heißt, da stehen uns einfach mal daher. Gut. Dann, Kadosch möchte einen Feuerstoß zaubern. Auf. Mhm. Auf diesen. Oh, nehmen wir den weiter. Schweine. Auf den Reiter. Wie viel hat der nochmal? Hm? Willenskraft. Der 3. Ja, und das Ding hat Willenskraft stärken, oder? Nein. Nicht? Mhm. Und zwar mache ich einen Flammenstoß. Nein, nehmen wir 2 rein. Nehmen wir 2, ich will den weg haben. Okay. Oh! Kommt auf jeden Fall. Kriegt jetzt einen Stärke 6 Treffer, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre. Flammenstoß. Sofort einen Treffer mit Stärke 6. Das heißt auf die 4. Nein! Das ist gut. Das ist kacke. Gut. Dann bewegt sich mein Ringgeist hier rüber und macht eine Lähmung auf Gimli. Gimalulu. Die auf die 3 kommen müsste, wenn ich mich nicht vollkommen irre. Das ist so blöd, dass die teilweise so versprengt sind, die Ringgeister. Inzwischen früher waren die alle auf einen Haufen fertig. Ja, eben. Lähmung 3 plus, genau. Auf die 6. Au, da muss ich jetzt auch wirklich eine 6. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Nein. Ist gelähmt. Und ein Willenskraft weniger. Schießen. Schießen, ja. Du darfst zuerst schießen. Ich darf zuerst schießen. Ich hab da 1, 2, 3, 4. Wenn ich auf die Kriegsbestie schieße, mache ich einen im Wegtest, ob ich die Hauler treffe oder das Bestienviech. Ne? Nein, du musst auf die, wenn du auf die Modelle in der genau. Hauler schießt. Die Kriegsbestie triffst du automatisch. Triffst du sowieso. Ja. Okay, was hat die Verteidigung? Die hat Verteidigung 5, nein, 7. 7. 7. Okay, 5 HP ist schlecht. 7. Das heißt 6 Sechsen mit Zwergenbögen. 6 Sechsen? Mit 4 Würfel? Nein, hey. Wir probieren's? Ja, mach. Also haben sie nicht bewegt. Dürfen 3. Mhm. Und braucht 6. Und braucht 6. 6, 6. Was? Oh. Oh. Das sind, schau mal, 3 Muttests, die du sowieso machen musst. Das war jetzt heftig. Geht's? Das Ding hat jetzt noch 2 Leben. Und ja. 2 Leben, ich wiederhole, 2. In Zahlen, 2. In Zahlen, wie angepisst bist du gerade, Michi? Nein, ungläubig. Gut, schieß ich retour. Nein, warte mal. Erste Runde. Schaff ich. Muttest bestanden. Zweite Runde. Muttest. 5, muss ich schon einen Willen ausgeben? Wie viel denn der? Hä? Wie viel der Willen? 1. Okay. Und dritte. Schafft. Scheiße. Nicht geschafft, okay, dann 2 Heldentum drauf. Fuck! Okay. Hätte ich da, weißt du, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, das haben wir gedacht, na wurscht, dann machen wir doch keinen Kampfrausch. Und das 3 Leben! Das Ding! Na gut, jetzt darf ich wieder das Schießen. Ja, jetzt darfst du schießen. 4 Schuss auf deinen Schweinereiter. Auf den im Nahkampf? Ja. Also den wahrscheinlich, oder? Trifft einer. Dich. Weg, mich. Dein Viech.
3 auf mein Vieh und nix. Und 5 auf deine Bogenschützen. Okay. Treffen 3. 3, ja. Komm schon, jetzt müssen wir sterben. Nix natürlich. Gut. Puh, das war heftig. Heftige Schussphase. Gut. Nahkampf, wo fangen wir an? Wir fangen da an, bei den 2 niedergerittenen. Die 4. Das ist nicht viel. Okay, nein, aber eine 1 und eine 2. Warte! Nein, beim Verwunden darf ich die 1 wiederholen. Weil? Achso, von Kassatum. Kassatum. Dann 2 Schläge auf den Reiter. Nein, warte, du darfst aufstehen und nicht zuschlagen. Die Speere schlagen die Speere zu. Und damit ist der Reiter tot. Ah ja. Die Speere schlagen normal zu. Es ist noch keine Genugtuung für die Beste. Ja, das ist böse. Dann, also, du darfst das tun. Ja, rein theoretisch. Ja, machen wir einfach so weiter. Es macht nämlich keinen Unterschied. Das sind 2 von mir. 4. 4 hast du gewonnen. Nein. Ach, schau her. Mir ist schon was aufgefallen. Was denn? Die Wurfwechsel habe ich vergessen. 6, ich hab's gewusst. Stimmt. Es ist mittlerweile. Der Hund mit 10. Und ich hab's mit Ansage gemacht. Ja. Man muss sich nur den letzten Battle Report anschauen. Das stimmt. Ja, Tunnelkämpfer. 6. 4. 6 tot? Vor 8 oder vor 9? Vor 9. Also dann. Nicht tot. Ja. Das wäre jetzt. Das haben wir jetzt. Also da hätte ich mir jetzt wirklich an den Kopf gegriffen, wenn das so gewesen wäre. Das wäre die Rache für die Beste gewesen. Ja. 5. Ja, komm. Oh, da ist aber eine tote Kassatwache. Das schaut die Kassatwache sterben aber immer ziemlich schnell, gell? Verhältnismäßig, also mit einer Faust. Nervös bin ich trotzdem. Sollten sie nicht so sein. Das ist Gimli gelähmt. Warte mal, er kämpft natürlich 3. Dreihändig. Ist das eine aktive Fähigkeit oder eine passive Fähigkeit? Naja, er kann sich aussuchen, mit welcher Waffe er kämpft. Das ist wieder eine Fähigkeit. Ja, das ist die Frage, ob er da kämpft. Steht das nicht dabei? Aktiv. Nein, da oben. Aktiv, ja, kannst du nicht machen. Das heißt, du kämpfst automatisch zweihändig. Ich kämpfe automatisch zweihändig. Oder? Ach so, was? Nein, ich kann mir aussuchen. Wählen, ob er mit einer Hand in jeder Axt, mit einer Axt in der Hand kämpft. Ja. In welchem Fall er mit 3 kämpft oder ob er seine 2 hat. Das ist eine aktive Fähigkeit, das heißt, du kannst nicht aussuchen, kämpfst daher mit 2 Attacken. Okay. Bei 2 Attacken hat er ein Profil. Die 5? Ja. Verwunde mich, wenn du kannst. Was ist die Mörder-Sonderregel nochmal genau? Das weiß ich leider nicht auswendig. Ich bin auch ein bisschen. Die kommt normalerweise in BMI nicht so schnell in Einsatz. Mut 1 und darf 1 beim Verwunden wiederholen, solange ich in der Überzahl bin. Wie viele Modelle hast du am Feld? Weniger jetzt, aber. Mit was du gestartet hast? Mit was ich gestartet habe, mit 23. Ja, dann habe ich auf jeden Fall mehr als du. Na, 26, I'm sorry. Ja, habe ich mehr als du. Weil die allein 11 sind und dann 20 sind wir bei 31. Das heißt, ich darf die 1 wiederholen und keine Wunde, okay? Okay. Daneben? Ja, das ist einmal Kassatwache gegen 2. 6 hast du gewonnen. Und dann haben wir drauf eine 4, das ist nix. Stärke 4 gegen 5. 16, 5. 6 sind es genau. 5 im Block. Dann war ich, ja, Tunnelkampf 4. 5? Ach, schau mal. Nein. Doppel 5, aber ganz schön austeilen können sie gerade. Ja, gerade schon. Die sind ein bisschen angespannt. Die sind ein bisschen angepisst. Der normale Zwergenkrieger? Eine 4. 1. Darf ich nur beim Verwunden wiederholen? Darf ich nur beim Verwunden wiederholen, ja. 6. Oh, sag einmal. Die haben gerade gesehen, wie eine Kriegsbestie oder? Ja, das ist so, wird. Ich merke das. Das ist so ihr Haustier, so. Ja, du hast. Du Arschloch, du hast Bertha wehgetan. da haben wir. Also wie bei Star Wars, der eine Wächter von dem Rancor. Die 2 Eisenwachen gegen einen? 2 Schildblock. Ja, du machst einen Schildblock. Ja. Die 4? Oh komm, die 4 hast du gewonnen. Ich bin nicht eingekreist. Ich kann hier nach vorne und hier nach drüben. Okay. Muss ich jetzt eine 6 dann nicht passen? 5 Meter gleich. Ja, aber eine 6 ist immer besser wie eine 5. Das stimmt. Und jetzt der Schweinereiter. Dann nur der Schweinereiter. Angeritten mit 2. Eine 1. Das könnte ich schaffen. Das hast du automatisch gewonnen.
Niedergeritten. Niedergeritten. Und Lanze. Lanze plus 1 müssen 4 sein. Ja. Okay. Gut, Inni. Ja. Bitte ich. 6 ist meine. 6. Schade. Kannst du was ansagen? Ja, ich muss was ansagen. Weil sonst. Das ist jetzt spannend. Jetzt ist nämlich die Frage vom Befleckten, ob es nur für Kriegermodelle zählt oder für alle. Ja, das wird auch nichts bringen. Für Kriegermodelle oder für alle? Was meinst du mit Befleckten? Seine Sonderfähigkeit. Die da lautet? Dass er heroische Bewegungen negiert, heroische Taten negieren kann. Heroische Taten negieren kann. Kriegermodelle, das heißt, er könnte es ansagen, aber es würde mir nichts bringen. Na wurscht. Ja, dann sag mal, aber sagst du was an. Ja. Mit? Warte, ganz kurz nur. Müssen wir das austesten nur. Ja, mit Gimli sage ich auf jeden Fall eine an. Gimli streicht sich ein Haar weg. Ein Haar weg. Das Haar von Galadriel. Nee, Galadriel streicht sich weg. Ja, mach. Seitdem schreibt man Galadriel ohne stummes Haar. Okay. Früher war es die Galadriel. Warte, lass mich kurz. Entschuldigung, jetzt. Ja. Möchtest du doch nur eine machen? Nein, vielleicht habe ich verdammt mit dem. Mit was? Zu Beginn der Bewegungsphase müsste ich das ansagen. Was bevor denn? Heroische Taten, nein, ich hätte es vorher ansagen müssen, ob ich das seine Fähigkeit aktiviere, weil sonst hätte ich jetzt eigentlich das gescheit gewesen, ich hätte es aktiviert. Ach so. Weil ich ja die Inni gehabt habe, eigentlich wäre es gescheiter gewesen, dass ich sage, ich aktiviere es, dann gehört nämlich die Bewegung mir. Dann mach. Jo. War mein Fail. Okay, so, also, Gimalalili. Gimalili. Gimalili, machen wir da mit die zwei. Mhm. Stimmt, die machen alle einen Mutes. Ja, stimmt. Dankeschön. Da hast du recht. Das heißt, der Schweinereiter zuerst. Ja, genau, also der Schweinereiter zuerst. Ja. Der schafft's. Die Eisenwachen, einmal. Schafft's, ja, komm, einer bleibt stehen. Er bleibt stehen. Vier. Das heißt, die hier bleibt hier zurück. Die bleibt wieder stehen. Na gut. Hat halt nicht sollen sein. Aber. Die habe ich total falsch eingesetzt, die Gurgel das Beste diesmal, glaube ich. Naja, was. Die Frage ist auch immer wieder so. Zu wenig offensiv. Ja. Die hätte ich vielleicht irgendwo präsenter hinstellen sollen, aber ich habe mir halt gedacht, lieber dort auf die Seite, dann bedroht es dich zumindest da ein bisschen. Warum habe ich eigentlich schon wieder nicht gecheckt, dass ich Wurfechse habe? Warum merkt man das einfach nicht? Das ist einfach, das ist so typisch. Das ist echt der Wahnsinn. Bist du fertig bewegt? Ja, ich bin fertig bewegt. Schießen. Ich darf auch schießen. Ja, ich darf zuerst schießen. Ah, du hast die Inni. Ja. Ja, stimmt. Ich schieße aber mit zwei Bogenschützen auf den. Triff mit einem. Einer mich. Geht auf dich und der zweite Nix. Geht auch auf dich. Nein, der zweite, das war der Verwunder, ich habe ihn nur mit einem getroffen. Ach so, okay. Die nächsten zwei schießen auf den. Vier trifft keiner. Nächsten zwei trifft einer. Keiner und geht auf mich und. Fünf reicht nicht. Nicht. Drei habe ich noch, die gehen alle auf den. So viel hast, wow. Neun Schuss sind's. Treffen alle drei. Wow. Zwei dich, einer mich, der mich. Nein, und jetzt werde ich kommen. 1-6. Keine 6. Ja! Boah, scheiße! Verdammt. Und jetzt kann ich das machen, was ich machen wollte. Das haben wir schon fast doch. Ja! Gott sei Dank. Gut, Nahkampf.
Ah, du darfst schießen, Entschuldigung. Ich darf schießen, ja genau. Ja, ich schieße einfach mal so in deine Verbündeten da rein, also in die... Bin ich gespannt, auf was du schießen kannst. Auf das da? Ja, auf den kannst du wahrscheinlich vielleicht sogar mit einem schießen von beiden. Mit dem da ja, mit dem da nicht. Mittig. Seht's mal mittig. Dann wir mal schauen. Mittig, ist Geld. Ja, okay. Lass uns durchgehen. Dann leg vor. Okay. Also bewegt, also auf die 5. Beide. Ja, beide. Und dann müssen das nur... Was sind das? 4, 5 auf 5. Da ist eine 3. Also schießt man ein bisschen zu gut. Verwundungswurf darf man wiederholen, ne? Ja. Aber nur in der Nahkampfphase, richtig? Nahkampf. Steht das explizit dabei? Weil Verwundungswurf wäre das natürlich jetzt auch. Oder nur in der Nahkampfphase? Das ist jetzt die Frage. Steht es dabei? Wahrscheinlich steht es dabei. Dürfen Verwundungswürfen, wenn sie im Nahkampf kämpfen? Im Nahkampf kämpfen, okay. Gut. Nahkampf. Ich mache einen heroischen Nahkampf mit meinem Nahschool. Mhm. Denke ich mal, dass du das machst. Die 6 hat gewonnen. Mhm. Die Gorgoroth Bestie hat Stärke 6, das heißt, die braucht 4 und er braucht 5. Wow. Eine 4. Das reicht. Und damit darf ich mich weiter bewegen. Oh, Scheiße. Dreht sich. Oh, das wird jetzt fies. Warte, muss ich weiter drehen, damit es nicht in Balin erwischt und geht da drauf einmal. Jetzt muss ich das kurz weg, weil da stehen wir auf. Das heißt, erste Kasatwache. Nein, und bleibt stehen. Ja, hätte ja sein können. Ja. War eine lustige Idee, ja. Es hätte auch vorher aufgehen können. Ich habe mir halt gedacht, dann probieren wir es. Dann damit es wenigstens noch was macht, bevor es stirbt, dann geht es da drauf. Gut, dann meine Inni. Machen wir die Gorgoroth-Bestie. Also das ist eine einzige Kassadwache, die sich jetzt gerade voll in die Hose... 6. Ja. Dann K4. Ah! Na dann, probieren wir es. Nein. Tot. Eigentlich arg, dass die nicht niederreitet, oder? Wenn es gewinnt. Wirklich? Okay, kann Ansturm? Interessant. Was? Nein, also ich wüsste nicht. Nahkampf, unaufhaltsam. Achso, das darf ich nicht filmen. Ah doch, wenn es einen Nahkampf gibt, gehen alle zu Boden. Okay, ja. Doch. Das wäre heftig gewesen. Na gut, dann machen wir den da. Oh, mein Ding sagt... Den brauchst du eh nicht mehr, oder? Ja, 6 Bruchpunkte liegt bei 13 übrigens. 4 habe ich da. Eine 4. Da habe ich eine einzelne Eisenwache, ne? Mhm. Komm, das wird jetzt bitte nicht auf 4. Habe ich gewonnen? Achso, eingekreist. Tot. Dann der Bogenschütze. 2. 1. No. Tot? Traurig. Ziemlich. Irgendwie, das Spiel funktioniert überhaupt nicht so, wie es sollte. Die Zwerge sollten den Nahkampf gewinnen. Nein, theoretisch schon, aber irgendwie dreht sich das schon. Der schießt wen, der macht gar nichts. Super. Okay. 2 gegen Gimli. Gimli kämpft dreihändig. Dreihändig? Ja. Ja, er hat... 6. Oh, da brauche ich auch 6. Sag mal. Das ist da. Eine 6, eine Wunde. Was viele nicht wissen, Gimli ist nicht übel. Nein, so das ist bitte keine Wunde. Gimli macht einen Schicksal. Ja, macht es. Also ist keine Wunde, noch kein Siegpunkt für dich. Ja, ist eh nicht bei ihm. Doch, ich glaube schon. Nur ein Ehrenführer. Ah ja, kann auch sein. Weil es zählen ja die Punkte, die man einnimmt. Yeah. Ist Gimli eigentlich legendär? Nein, Rumreich. Nein, ich glaube sogar noch mächtig in Khazad-dûm. Wirklich? Es steht nämlich nichts dabei, dementsprechend... Doch, es steht dabei. Wirklich? Ja. Es steht nämlich nicht bei Gimli dabei, sondern es steht bei Balin dabei, was er wird. Aha. Da. Gimli soll ein Hauptleiter kriegen. So wie Gimli sollen die wohl als mächtiger Held enthalten. Aha. Ja, okay, ja gut. Weil sonst ist er ruhmreich, in der Gefährten ist er ruhmreich und da ist er nämlich nur mächtig. Mächtig, genau. Dann haben wir das, also du gehst mal wahrscheinlich
von die D2, oder? Oder was möchtest du als nächstes? Toll. Ja, machen die zwei. Eine 3, eine 5, lass mich hinhauen. 6, 6. Puh! Puh! Dann 1 gegen 1. Eine 3. Eine 2. Okay, komm. 1 darf ich wiederholen. 6 tot! Also die Kaiserwachen sterben hier wie die Fliegen. Mhm. Solange ich mehr Modelle als du habe, ist ja ganz lustig. Dann 2 gegen den da. Ja. 5. 4 hast du gewonnen. Haben wir drauf. 6, 5. Aber wir töten uns beide ziemlich. Mhm. Dann machen wir die. Na, der ist nicht eingekreist. Der da, der ist eingekreist, dann machen wir den zuerst. Mhm. Da könnt ihr natürlich jetzt einen Schildblock ansagen. Ich kämpfe nämlich ja sowieso. Aber ich kämpfe auch mit minus 1, das ist tatsächlich das Problem. Ah, was machen wir denn da? Du bist mir nicht verwunden. Conan. Wieso? 4, 5? Also ja, ja, du hast da 4. Du hast gewonnen. Ja, das war ein Verzweiflungsdurst gewonnen. Ach so. Das war ein Verzweiflungsdurst gewonnen. Okay, aber ich habe 5 Würfel. Einen kann ich noch probieren. Ja. Dann haben wir da mal drauf auf. Ja, ist ja nicht dieselben. Ja, das hat ja Auszeit! Welchen willst? Den mittleren hätte ich gern. Goldene Mitte. Die goldene Mitte. Dann da 3 gegen 1. 3 gegen 1. Eine 5. Ich hätte gern die 1 beim Duellwurf wiederholen. Oh. Ein Kampfspeer weniger. Ja. Ich hätte gern eigentlich auf der Gorgoroth beste Seite gehabt. Ist da noch was? Nein. Nix mehr. Die müssen wir ein bisschen auseinander zumindest. So, jetzt wäre es wichtig. Ah, zu Beginn der Initiativphase muss ich noch ansagen, ich möchte den da Zami ausnehmen. Zami ausnehmen? Und eine Kartusche erhöht wie um W3. Also um 1. Achso, der wird geopfert. Ja. Okay. Jetzt hast du eine 1 gehabt? Naja. Inni, du hast gerade eine 1 gefühlt, oder nicht? Ja, du hast gesagt. Warte mal kurz und dann habe ich ihn ja, schon fallen lassen. Dann würfeln. Also, ja, zack, so, du hast die 6. Drei. Die 3. Ich setze einen Willenskraft von Balin ein. Mhm. Langbärte. 4, fuck. Dann, warte mal, lass mich kurz überlegen. Dann streichen wir noch den Willenskraft weg. Balin sagt die heroische Bewegung an. Ja, das Problem ist, ich kann im Moment nicht kontern. Ach Gott, ja, das ist scheiße. Das ist die Frage. Die Bestie wird fallen. Da kann ich nichts dagegen tun. Ich gebe einen Wehe aus. Und machst du was? Es geht okay. Ich kann Krieger in Umkreis von 6 Zoll profitieren nicht von der heroischen Bewegung. Aha. Okay. Das heißt, die 3 nur, wenn du es ansagen willst. Du kannst dir aussuchen, ob du ansagst oder nicht ansagst. Achso, das darf man jetzt nur aussuchen. Ja, ja, aber trotz allem werde ich sie ansagen. Dann darf Balin zuerst sich bewegen. Okay, ja, Balin muttestet auf die Gorgoroth. Auf Le Gorgoroth. Vergiss deine Wurfwaffen. Ne? Nein, hat er keine. Was? Aber Balin hat keine Wurfwaffen. Und Wurfwaffen. Nein, die haben keine. Haben sie nicht. Die Eisenwachen haben Wurfwaffen. Die Eisenwachen haben Wurfwaffen. Aber vergiss die nicht. Sind die Khazad-Wachen nicht eigentlich irgendwie so Leibwächter-mäßig furchtlos? Sie haben die Dings von... Der ist da rein, oder? Nein, der nicht. Der profitiert nicht von der heroischen Bewegung. Geht sich das noch aus? Was geht sich mit 6 Zoll genau aus? Das wirklich? Ist ja. Okay. Und wenn nicht, also bringst du ihn nachher rein, es ändert eh nichts. Ja. Meine Bewegung. Du darfst übrigens. Ich möchte ihn. Ich nehme 3 Würfel und lehm in. Gimli? Mach doch. Dann hätte ich eigentlich auch noch bewegen können. Mit der 6. Oh, bitte, Rasch. Eigentlich könnte die Misse, die sollte ich hoffen, dass da jetzt der 6 dabei ist. Dann ist es nämlich auch gratis. Da mache ich einen H drauf. Mhm. Und da ist er blank willenstechnisch. We'll be right back.
sag mal einen heroischen Nahkampf mit Gimli an, mit seinem letzten Haar. Ja. Dann machen wir den. Dann machen wir den. 6. Komm. Das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Bisschen gemein, gell? Bisschen gemein ist schon, das muss jetzt rein theoretisch ein 6 dabei sein, ne? Ist aber nicht. Na! Das ist, also Gimli enttäuscht maßlos, heute sehr. Maßlos. Also wirklich, der hat gar nichts, der hat nicht mehr einen Duellwurf gewonnen. Nee, nee. Boah, das war jetzt echt ein beschissenes Haar. Ich meine, sag ich an, wo es weitergeht, ne? Ja. Machen wir diese Kasche, diese Eisenmacher. Diese Eisenmacher. 6. Und. Warte mal. Priorisierend auf den mit Speer. Dann der Ringgeist gegen 2. Ja. Eine 5. Komm, 6. Hast du Haare übrig, oder? Ja, er hat gewonnen. Schlage ich auf den ersten. Nein, nochmal. Ja, einer ist tot. Einer ist tot, der andere ist. Liegt am Boden. Bodenseitig, das ist echt dämlich gewesen. Da hätte der Gimmel dazu kommen müssen. Excusez-moi? Ja, ich kann nichts. Du hörst eh, wenn der Gimmel nichts würfelt, gescheit. Dann machen wir den hier, weil der ist eingekreist, der kämpft gegen 3. Ich mache einen Schildblock. Die 6, habe ich eh gewonnen, das kannst du nicht machen. Und jetzt brauche ich mir. Irgendwas mit 6. 6, 4. Nein. So ein böses Teil. Ja, die kriegt man fast dann nicht. Dann 1 gegen 1. Mhm. Und die 2. Komm. Oh Gott, das ist ja Wahnsinn. Nein. Zurück. Dann 2 gegen 1 Bogenschützen. Eine 5. 4, ja, nein. Vielleicht. Vielleicht? Nein. 1 wiederholen. Nein. Und dann einer gegen noch einen anderen Bogenschützen. 6. 6, ich. Hast du gewonnen. Und 5. Reicht nicht. Du hast Stärke 3. Bogenschützen haben nur Stärke 3. Stärke 3, 6, 5, nein, 6. Dann haben wir hier noch 2 gegen 2. Tragisch. Eine 5. Eine 4. Nee. Wurscht. Also oh, das ist immer so knapp. Der erst braucht 6, 5. Nein, ja. Der andere braucht 6, 4. Ja. Nein. Und jetzt die Gargaroth. Die Gargaroth, ja, leg vor, mach sie kaputt. Also da haben wir einmal. Warte, schau mal, ich habe 6 zumindest. Ja, aber du wirst ja wohl ja 6 dabei haben. Ja, jetzt warte mal. Gib mir mal 2 Würfel her, die ein bisschen roter sind, als wie die meine. Das ist einmal Balin. Dann haben wir da 1, 2, 3, 4, 5. Grün ist die einzige Farbe, in der kein Rot vorhanden ist. Ja. Stimmt. Alles ist roter. Obwohl ein Schwarz ist auch ganz vorhanden. So, aber. Also es ist keine Farbe. Aber es ist keine Farbe, genau. Statistisch gesehen. Rein statistisch gesehen. Du musst deine 6 dabei sein. Ist es aber nicht! Aber da ist ein Heldentum wohlfällig. Das ist okay. Damit ist es nicht Nummer 1. Das war best. Das war böse. Okay. Aber. Aber er hätte jetzt kein 2 6 hat jetzt das nur 1, genau. Stimmt. Dann zeig ich, was kannst. So, ich darf jetzt verwunden. Ja, Balin braucht 5, weil der hat 2 Hände, meisterlichen 2 Hände. Nein, was weiß ich, ich brauch das Heldentum noch nicht einsetzen. Weil? Weil Balin einen Würfelwurf wiederholen darf. Das ist Balins Durins Axt. Der darf einen Würfelwurf wiederholen. Das ist gut möglich. Ja. Nämlich einen beim Duellwurf. Mhm. Ja. Boah, gut, dass wir das noch einfach. Dann Würfel. Muss du trotzdem machen. Okay. Nichts. Natürlich nicht. Okay. Das wäre jetzt heroisch gewesen. Das wäre jetzt gut gewesen. So, das ist wieder Balin, ich was verwundet. Balin braucht 5, 4, weil plus 1. Nein, nein, er braucht deswegen 5, weil er normalerweise Stärke 4 V7, braucht eine 6. Ja, ja. Und okay. Minus 1 ist die 5. Und die brauchen 6. Jo. Wurscht, tot. Ja. Sehr tot sogar. So, schauen wir mal. Wer fällt runter? Alle. Ja, ja, also. Wer so, wie viel Fallschaden kriegen die davon? 3, glaube ich. Das war's.
So, erklärst du das vielleicht nochmal? Genau. Also es ist Fallschaden, ist normalerweise so berechnet, dass die Größe des Modells plus jeder zusätzliche Zoll sind dann ein weiterer Treffer. Das heißt, es sind insgesamt neun Bogenschützen und der Hauptmann und jeder davon kriegt 2 Stärke 3 Treffer. So, dann machen wir, fangen wir einfach mal an. Dieser Kollege. Lebt. Lebt. Dieser Kollege. Lebt. Dieser Kollege. Stirbt. Tot. Warte, gib gleich dazu den Modellen dazu, weil dann haben wir, dass wir wissen, was der Verlust ist. Dieser Kollege stirbt. Dieser Kollege lebt. Stirbt. Lebt. 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 Und der Hauptmann. Eine Wunde. Hat er ein Schicksal? Ja, aber wurscht, geht, probieren wir es. Nein. Tot. Nein, er hat 2 Leben. Also 2 Leben, okay. Und da hinten ist noch einer. Also ein normaler Ork-Hauptmann. Ah. Einen haben wir noch. Achso, ist das auch, ne? Lebt. Ja, aber dann nehmen wir einen Bogenschützen, weil ich habe nur keine Bogenschützen mehr gehabt. Okay. Dann passt das gut zusammen. Gut. Die darfst du jetzt da irgendwie rund um die Bestie verteilen, ne? Ja. So war das irgendwie. Also im Base-Kontakt mit der Bestie im Normalfall. Ich stehe es jetzt einfach irgendwo mal hin. Zack, zack, zack. Aber die sind gefallen, oder? Die liegen jetzt am Boden. Kriegen alle ein rotes Ringchen. Oder ein Ringchen, das ist wurscht welche Farbe. Ich habe gar nicht so viel rote. Okay. Mach Olympia. Nein, das war kurz Rocky. Zufrieden? Ja. Afrika führt. Okay. Welche Farbe haben die? Schwarz. Die haben kein schwarzes Länge. Ah, okay. Gut, dann sind wir in der Ini. Puh. Lustig. Interessante Runde eigentlich. Mhm. Eins. Ich fresse den nicht zusammen. Du frisst wieder jemanden auf. Das habe ich ganz vergessen. Ich fresse den da. Also mit 3. Mini-Wurf. 3 Dings. Kriegst du einen Willenskraft? 3 Willen. Ah, W3. W3. W3 ist nicht schlecht. Mhm. Das zahlt sich dann schon wieder aus. So, das heißt, du hast die Ini gehabt, gell? Ich hab die Ini gehabt. Dann sage ich eine heroische Bewegung mit Karoschan. Tja, Gimli ist sowieso blank. Der Bauing hätte noch eine Heldentum. Das bringt gar nichts. Weil du bist da nicht irgendwie in... Nein, war nichts. Ah, du hast einen Hauptmann oder? Nein, also ja, aber der kann Heldentum. Der kann Heldentum. Der hat nur einen Lebenspunkt und kein Heldentum, kein Schicksal. Ja, de facto musst du, dann bewegst du die vor. Ja. Karosch. Da ist niemand drin. Das heißt, die sind alle drin. Wann bist du eigentlich gebrochen? Jetzt mal so kurze. Ich habe insgesamt 10, 9, 10, 29 Modelle. Na warte, nein, 29 plus 2 plus 3 sind 32 Modelle. Das heißt, ich bin bei 17 toten Modellen gebrochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 muss man noch umbringen. Okay. Wie viele sind es bei dir? Wahrscheinlich mehr. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Insgesamt habe ich 26 gehabt, also 13. Du musst mir nur 2 umbringen. Nein, 3 umbringen, dann bin ich gebrochen. Gut, ich mache mal für einen Würfel einen Kampfrosch vom Kadusch. Da kann ich ja zuerst bewegen. Das schafft er. Der stellt sich jetzt daher und jetzt darf ich den Rest bewegen. So, und damit unterstützt der Kadusch. Jetzt ist er Speerträger? Achso, er unterstützt. Er hat einen Speer, ja. Gut, Nahkämpfe. Ja, Kumbalins wird nur irgendwas Sinnvolles machen in dem Sinnvoll. Spiel. Dann macht er einen heroischen Nahkampf. 5. 2. Ja. 5. Hast du gewinnt? Hast du gewinnt? Brauchst du die 3? Mhm. Mit 4 Würfeln. Ah ja, du bist ja niedergerüttet. Zum Boden. Ja. Der Boden. Also, da kriegen wir jetzt die 6. Ja, ist äußerst tot. Er ist tot, Jim. Okay. Musst du ihm nach dem Tod noch ins Licht hauen? Ja, wahrscheinlich. Ich spuck dir ins Gesicht und blende dich. What? Ritter der Kokosnuss. Ach so.
Dann machen wir als komm, fangen wir einfach da hinten an. Der liegt natürlich auch am Boden. Jo. 4. Das ist 2. Jetzt er lag am Boden. Er lag am Boden, jetzt er wieder aufstehen. Sag mal, kriegen diese Kasatwachen einfach irgendwas gebacken? Nee. Übrigens, eben mit der nächsten Kasatwache kämpfe ich zweihändig. Einfach nur. 4, 1. Also 0. Also 0. Nein, du kannst nicht unter 1. Ich weiß. Aber. Liegt da. 6. 6. Hast jawohl. Du gewonnen, weil du nicht zweihändig. Ich habe nicht zweihändig angesagt. Ich wollte dich auch nicht. Hau hin. Also, immer noch, du tust da gerade irgendein. Wiederholen! Und du darfst 2 würfeln, weil du echt liegst am Boden. Da hast du recht. 4. Und dann noch die Kasatwaffe da hinten. 5. Nee. Das hätte besser ausgehen können. Hätte Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Dann? Dann, ja, machen wir da einfach. Balen. Balen gegen die Hauptmann ist das, gell? Eine 5. Eine 6. Mhm. Eine Runde musst du schlagen. Eine Runde. 4. Tiefe Runde. Nee, ich liege mit am Boden. Ah, eben. Wieso hast du 4? Achso, 4 Rennen. Ja. Wenn du 4 Rennen würfelst. Okay. Dann, ja, die Kassettwache da gegen den Speerträger, die 4 und haben wir drauf. Nein, wenn der Boden liegt, hast du nicht drauf. Was? Du liegst am Boden, du hast nicht drauf. Ah, ich lag am Boden. Okay. Mhm. Noch von vorheriger Runde, weil der Ja, genau, wegen der. Ding, dann haben wir da die. Ja. Die Essenwache. 1 hast du gewonnen. Gewonnen. Und hau ich drauf. 6. So, jetzt ist die Frage, was haben wir da noch? Der ist einmal nicht eingekreist, oder? Wer? Der da. Nein. Nein. Halt doch, wenn es ist, aber du bist gelehnt, das ist doch wurscht. Ah ja, stimmt, ich bin ja gelehnt. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Das ist schade. Ja, mach mal. Dame. 6. 5 tot. 6? 3? 4, Stärke 4 ist tot. Ja. Bist du gebrochen? Ich glaube schon. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Einer fehlt noch. So, ein Chmoan. Chmoan. Ja, dann machen wir einfach. Ach komm, machen wir jetzt einfach Gimli, damit das hinüber ist. Eine 3. Dann hast du noch 2 Würfel. Ja, okay. Dann machen wir nur mal. Ja. Der will nicht drauf haben. Dann der Bogenschütze gegen die 2. Weil ich eine 6. Nein. Ist der eingekreist? Mhm. Die kreist ein. Und dort. Jetzt du gebrecht. Mhm. Jetzt nicht gebrochen. Da, du gebrochen. Ja, dann nächste Bogenschütze. 1, 2. Oh komm. 1, 1. Darf ich wiederholen? Tot! Das hat sie ausgezahlt. Das hat sich ausgezahlt. Das war böse. Oje, oje. Oje, Mini. Dann haben wir noch eine Eisenwache. Gegen 2. Eine 4. 5 und 5 enttöten. 4 enttöten weniger. 1 gegen 1, da hätten wir noch. Da mache ich ganz normal. 1. 4 ist da vorne. Und 5 tot. Wann bist du? 2 noch. 2 noch, okay. Gegen den, nein, 2 gegen 1 habe ich mal. 6 hat gewonnen. Ja, stimmt. Der braucht 6 5. Nein, der andere braucht 6 4. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, du musst nur noch 2 umbringen. Super. Ich nie. Ich nie. Du nie. Ja, da kann ich nichts mehr machen, da kann ich nicht dann immer zuschauen. Jo. Ein Ringgeist lähme den Gimli mit einem Willen. Ich hab's mir schon fast gemacht. Danke. Aber er lebt. Hätte ich 2 genommen, wäre ich nicht so geizig gewesen. Tja, er lebt.
Achso, nach der Runde kannst du schon aufhören, gell? Nein, noch 25%. Ich hab gedacht, du auswürfeln hast gesagt, bei gebrochen 1 oder 2. Bei 25% glaube ich. Nein, 1 oder 2 gibt's nur bei Ding. Aha, okay, ja, kann sein. Das heißt, na, erobern und kontrollieren. Müssen. Bei 1 oder 2, genau, nach der Runde müssen wir würfeln. Zaubert einen Feuerball auf dich. Auf mich? Auf mich persönlich? Oder? Ja, auf den Dingsbums, auf den Gimli. Gumli. Ja, und auf die 5? Nein. Puh. Ja, du darfst aussuchen. Fangen wir mit denen hier an und ich möchte durchdringend mit meinem Axtkämpfer kämpfen. Was sind denn das da? 2 gegen... 3 gegen ihn. Ah, 3 sind das. 1, 2, 3. Ja, warte mal, da mach ich einen Schildblock. Im Block die Schild. Die 5? Da brauchen wir 6. Minimum eine 6. Nein. Nein. Das heißt, doppelt mit dem, der der aus durchdringend gekämpft hat. Der hat jetzt Stärke 5, das heißt, der braucht 6. Gut. Der braucht 6, 4, 6. Ah, gefährlich. 5. Ja. Mm. Das ist der andere Schildkämpfer ist aber noch da, gell? Noch. Der kämpft als nächstes, weil der ist jetzt auch dran. Eine, 2. Nein, der ist nicht dran. Oh! 6, 4. Eins darf wiederholen. Nein. Jesus ist. Dann der die Eisenwache in 2. 6, oh, doppelt 6. Und 5 brauche ich. Ja. Dann der da. Gegen 3. 6. 6. Ah, verdammt. Doppel 6 sogar. Gegen den brauchst du sogar noch 4. Ja, dann schauen wir mal priorisieren auf den Kollegen. Nein, dann musst du, das geht nicht. Du musst jetzt einzeln würfeln. Ah. Weil du gegen ihn was Geringeres brauchst, als gegen die anderen. Ja, stimmt. Das heißt, du müsstest zuerst einen Würfel nehmen. Dann machen wir einzeln auf Erm eine 4. Nein. Und nochmal. Nein. Okay, dann wär's wohl spielen. Dann wär's wohl spielen. Die beiden gegen den einen. Das ist einmal ein Balin. Diese unwahrscheinlichen Kämpfe bin ich am besser. Das ist ja, die Kassettwache. Rein statistisch Moment, gesehen. Das ist der Wiederholungswurf von Balin. Das wird auch kein 6. Ah, jetzt habe ich es schon kurz geglaubt. Hast du gegen Haar die Kassettwache? Nein, da ist keine Haar mehr. Scheißdreck. Ich bin Blanko. Ja, wurscht, da hätte ich auch kein Haar ausgeben dafür. Nein, nein, Spaß. Der Gimli. Bitte? Der Gimli. Ah ja. Er kämpft. Eine 5. Er ist ja nicht gedingselt. Nicht gelingt, ja. Mit 3. 3. Nichts. Sehr hoch. Darf ich wiederholen? Ja, darfst du wiederholen. Sehr hoch. Schade. Also Gimli hat echt... Nichts. Gar nichts. Nicht einen einzigen Nahkampf gewonnen. Runde vorbei. Was? Ja, wer macht mit der Julian? Ja, genau. 50-50 ist, oder? Aha. Aus ist. Aus ist. Es ist vorbei. Dann hast du gewonnen. Ja, ganz knapp. Ja. Das hätte ich nicht geglaubt, nachdem das mit der Gorgon. Das habe ich auch nicht geglaubt. Ich habe echt geglaubt, ich hätte nur so. Das Spiel ist vorbei. Ich kontrolliere 2 Marker. Einen habe ich die Mehrheit, das wären 5. Und du hast mich gebrochen. Genau. Du mich noch nicht um ein Modell. Genau. wieder das eine Modell. Ja, wieder das eine Modell. So wie vorher, das letzte Mal, genau. Das heißt, das wird ein 8 zu 0, zu 2, zu 8 zu 2 4, sein. Also jedes Ding sind 2 Siegpunkte. Ja. 8 zu 2, schaut so. Ja! Ich hab's nicht geglaubt. Also, die Gorgoroth-Beste, wie die mal die 3 Treffer machen, haben wir schon gedacht, Scheiße, jetzt ist das mal. Und ich hab mir irgendwie nachher gedacht, okay, das ist schon mal gut. Ach, die 3 6 allein, das war ja abartig. Ja, das war. Zack! Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hab's selber nicht geglaubt, dass die Bogenschützen wirklich was gegen die Gorgoroth-Beste ausrichten können. Aber. Weil ich hab mir so gedacht, ich komme da heimlich von hinten und geh da ein bisschen an Nerv und. Ja. Die hat natürlich jetzt nicht viel gebracht, aber die hast du auch gar nicht benötigt. Weil ab dem Zeitpunkt, wo die Gorgoroth-Bestie gefallen ist, sind plötzlich die Zwerge wie die Fliegen gefallen. Ja. Also die Khazad-Wachen, also so viele Sechsen gegen Khazad-Wachen habe ich selten gesehen. Das stimmt, die sind wirklich diesmal.
eigentlich. Einfach weggebröselt, richtig. Eigentlich, wow. Also so schnell, dass man da gebrochen wird. Ungewöhnlich. Ja. Und, vor allem, ich habe eigentlich weniger Modelle gehabt, weil ihm die Gorgross-Beste so gut eigentlich sehr viele Punkte weggenommen. Allerdings dadurch, dass du mit dem einen Teil so weit weg warst, war man ein ziemliches 1:1. Aber auch nur eigentlich für genau einen Zug lang. Weil na, dann hat es genau eh, aber dann eigentlich. Aber bis sie dann da waren, bis sie da drüben waren, ja, hat es lang gedauert. Ja. Weil, vom Ding her, und dadurch habe ich hier ein 1 gegen 1 gehabt, circa. Ja, genau. Am Anfang, da habe ich relativ die Masse noch reinbracht und so. Und das war das Problem. Das hat und das Gimli nichts gemacht. Das Gimli hat gar nichts gemacht. Also nicht, ich glaube, man kann es auf dem Battle Report nachschauen, ich glaube, er hat keinen einzigen Nahkampf gewonnen. Nein, ich glaube, er hat einen gewonnen. Einen gewonnen, aber nicht verwundet. Ja. Oder, irgendwie sowas. Oder wenn er gewonnen hat, dann war gelähmt und hat nicht zugehört. Genau, richtig. Irgendwie so. Also es war auf jeden Fall so, Gimli hat gar nichts gerissen. Also da muss ich echt sagen, der Ringgeist hat es gebracht. Tja. Weil der hat ihn Gimli eigentlich weggehalten. Genau, richtig. Hat dazwischen noch einen heroischen Nahkampf, wo sich die Gorgross-Beste bewegen konnte. Wobei das hat eine Kassett-Wache umgebracht dann schlussendlich. Weil die ja, genau, richtig, die hast du, genau, richtig. Aber sonst nichts, allerdings trotzdem mit dem. Und es war ganz cool, weil er halt die K5 reinbracht hat, aber seine Fähigkeiten habe ich eigentlich gespielt. Und der Kartusch hat auch nicht viel gebracht, also dieses Feuerstoßen. Weil das hat eigentlich auch nie irgendwie einen richtigen Effekt gehabt. Einmal hast du mal wen umgebracht, das war den Schweinereiter gleich am Anfang. Ja, genau. Und das war ganz cool. Das, ja, das war aber. Nein, den Schweinereiter habe ich da nie gebracht. Nein, stimmt, den hast du mit dem Schweinereiter getötet. Nein, den Schweinereiter habe ich da Schlag im Nahkampf. Und den haben die vier, die Speerträger umgebracht. Ja, stimmt, genau. Das war so das Erste, wo ich mir gedacht habe, gefährlicher sind sie, als man glaubt eigentlich. Ja, na, da habe ich mir noch gedacht, okay, der hat nur V6. Das geht das, noch. Das geht, das ist eine 5. Ja, eine 5 schafft der Murano noch mit 2 Würfeln. Genau. Aber die Sechsen sind relativ geflogen. Und vor allem, mir ist eigentlich aufgefallen, du hast relativ viele V6-Modelle am Feld gehabt. Richtig, ich habe eigentlich die ganzen, also auf der Hälfte waren die V6en, ja, und auf der Hälfte waren die V7. Genau. Eigentlich, weil ich mir gedacht habe, es macht gegen die Gorgoroth-Beste natürlich Sinn, dass du da die höhere V hast. Ja. Da hätten sie aber notwendiger gebraucht werden, aber die 6 sind halt trotzdem geflogen. Ja. Also das war der große Unterschied, weil dadurch habe ich so schnell die viele Würfe von dir weggekriegt, ja, weil ich habe diese Schweinsperre weggenommen, dadurch waren die Schilder unnötig, ja, die Bogenschützen waren schnell weg und einige Eisenwachen. Ja. Und dadurch warst du halt gleich mal drastisch in der Unterzahl, genau, und dann habe ich reinarbeiten können. Und da ist die Unterzahl natürlich jetzt wieder gefährlich, weil ab dem Zeitpunkt, wo du auch vor allem brauchst du nur die Initiative haben, beziehungsweise eine heroische Bewegung durchbringen, ja, und dann hast du eigentlich alles umrundet, was geht. Und was ich auch ganz spannend finde, der Armee-Bonus und Mordor zahlt sich aus. Zahlt sich aus. Die Einsen, die haben mindestens, also einmal auf jeden Fall. Nein, die haben mehrmals, ich glaube 3 oder 4 Mal haben die den umgebracht. Das, ja, ist ziemlich geil eigentlich. Mhm. Und vor allem, jetzt wenn ich gebrochen wäre, hätte ich zumindest für die hier, dadurch, dass ich immer noch mehr gewesen wäre, plus 1 Mut kriegt. Richtig. Das ist eigentlich relativ sinnvoll für Mordor, weil dann bleibt man das wirklich auf die Dinger stehen. Die Einsen, die hätte ich gern eigentlich beim Duellwurf immer, ja, gern gehabt. Ich habe sehr viele Duellwurf-Einsen gehabt. Das stimmt. Ja, aber insgesamt war es ein spannendes Spiel. Also ich habe mir echt gedacht, dass die Gorgoroth-Bestie mehr reißt. Ich habe mir viel mehr angeschissen vor der Gorgoroth-Bestie als vor diesem Kretzel da. Ich meine, auch das hat so wenig ausgeschaut. Das hat so wenig ausgeschaut, ja. Weil das waren 20 Morannons, das sind 20 Morannons. Das ist so... Ja. Normal, wenn du spammen willst, kommst du mit 50 daher. Ja. Halt okay, bei 500 Punkten nicht, aber du hättest auch 30, 40 Morannons aufstellen können. Da sieht man aber auch mal wieder, es ist ganz spannend zu sehen, es macht doch schon, es waren doch sehr viele 2 Attackenmodelle dabei, mhm, also die Feinspeer plus Schild, ja, und so und die Eisenwachen. Aber dadurch, dass du dauerhaft auch diese Speerunterstützer mit reinbracht hast, also die Masse macht echt Sinn. Es ist eigentlich immer nur so, dass die Masse immer nur einen sehr hohen Vorteil hat. Wobei es auch sicher ein Vorteil war, dass ich die so schnell eingreifen habe, ja, können. Ja, na klar. Genau, dass ich das war natürlich auch so, dass ich eine relativ kleine Modellanzahl gehabt, ja, habe und ich mich nach links bewegt habe, damit ich da sozusagen die Gorgoroth-Bestie relativ schnell ausschalte, damit, ja, ich eigentlich kein Damage mache. Sie hat kein Damage gemacht. Eigentlich de facto nichts. Die hat das Spiel deswegen gerockt, sie hat mich abgelenkt. Ja. Also ich habe in Bali natürlich sofort eigentlich in so eine Richtung Gorgoroth-Beste gedacht. Ja, und Gimli, ich habe eigentlich viel mehr auf Gimli gehofft. Also ja, das muss man ehrlich sagen. Wobei, ein Modell habe ich gewusst, das kann ich weglähmen. Ja klar, das hast du auch relativ kurz immer wieder reingebracht, dass du den Gimli da weglähmst. Und dann habe ich auch einmal hätte ich die Chance gehabt, den Ringgeist, und dann würfel ich wirklich gegen ein einziges Modell. Ich hätte nur den heroischen Nahkampf durchbringen, ja, müssen. Und da dann wäre wahrscheinlich der Ringgeist auch gefallen.
Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Und dann hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen anders ausgesehen. Na, vor allem, dann wäre ich dann wär da hinten der nicht dabei gewesen. Genau richtig. Dann wäre es ein 1:1 und der vielleicht hätte ich, ich habe eigentlich die ganze Zeit versucht, am Ende noch dann irgendwie mich zu bewegen, nur dass ich zu diesem Marker hinkomme mit irgendeinem Modell. Ja. Hat auch nicht mehr funktioniert, weil du dann eigentlich am Schluss immer die Initiative gehabt hast. Genau, das hat dann relativ gut ja. geholfen. Aber ich muss sagen, diese Synergien, die ich eigentlich spielen wollte, zwischen Kampfrausch und deiner heroischen Bewegung blocken, ja. habe ich gar nicht einsetzen können, weil ich zu weit auseinander war. Das war aber genau. auch deswegen wegen diesem Gelände einfach schon mal blöd. Und vor allem, weil ihr eigentlich nur eine einzige heroische Bewegung angesagt habt und dann hast du nur drei Krieger sozusagen blockieren können. Ja. Und das Problem war, dass ich gleich einmal wegen den drei Mut-Tests mein Heldentum rausgebuttert habe. Weil hätte ich Heldentum für die Gorgonsbeste gehabt, ja. hätte ich vielleicht die Bewegung gekontert. Ja, stimmt. Allerdings, das war natürlich heftig. Aber ich finde die Gorgonsbeste erstens als dieser Bedroher schon interessant. Ja. Und was auch ganz lustig ist, selbst wenn sie stirbt, landen das plötzlich. Neun. Wobei sie schon, glaube ich, drei oder vier gestorben. Aber waren trotzdem noch 5, 6 Modelle da, die was einfach mal. Die halten mich trotzdem beschäftigt. Ja. Ich bin da auch nicht weggekommen. Ich hab die töten müssen, also ich wäre auch gar nicht in die Richtung gekommen, richtig. Weil dann wäre ich diesen Marker aufgeben müssen. Und das ist lustig aber einmal. Also sie hat das Potenzial, dass sie was macht. Ja. Allerdings so diesen Mörder-Output, wie von Moon macht, braucht man sich nicht zu erwarten. Nein, das ist dieses. Aber sie hat trotzdem einfach diesen netten Bedrohungsbonus. Also eigentlich ist sie Kanonenfutter. Aber sehr effektives Kanonenfutter. Ja. Weil man hat wirklich so dieses Gefühl, oh, ich muss mich um die Beste kümmern. Und in Wahrheit ist es eh so. Du musst dich um das Ding kümmern. Eh, weil sonst kannst du durchrauschen. Wenn du da Pech hast, geht es da irgendwo rein. Wenn du die erste Bewegung durchgebracht hättest, geradeaus und dann schön da so rein, ja. dann hätte er ein Problem gehabt. Richtig, hättest du dich nicht zurückbewegt und so. Ja, vielleicht hätte ich da zwei, drei Modelle umgebracht. Ja, und das wäre immer so, ja und was und wenn und da. Und dann musst du reagieren drauf. Mhm. Und so. Also, und vor allem, was ganz cool ist, du kannst sie halt mit 150 Punkten bei kleinen Punkteanzahl auch noch spielen. Du kannst sie bei 500 Punkten spielen, ja. Ja, weil, okay, ich würde wahrscheinlich nicht mehr diese Konstellation spielen mit Kardusch und einem Ringgeist in der Form, weil es war zwar cool, wie ich es gemacht habe, ja. aber es hat mir eigentlich für den Spielfluss wenig gebracht. Hätte ich statt einem Kardusch und einem Ringgeist jetzt zum Beispiel, einen Ringgeist, okay, hätte ich einen normalen gespielt, statt dem besonderen, und hätte ich dafür jetzt zum Beispiel einen Gorbat mit drei Heldentum reingenommen oder einen Chakrat. Ja. Die hätten wahrscheinlich im Spiel mehr gemacht. Und ich habe mir auch gedacht, also was ich an meiner Liste ändern würde, ist wirklich eigentlich die Widerreiter rausnehmen, also die Profile Widerreiter rausnehmen. Sie bringen nicht so viel, wie sie für einen Punkten kosten. Die sind das ganz sind 40 nett. Punkte, ja. die kann man viel, viel besser investieren, nochmal in einer Truppenstärke, da hat man es jetzt wieder gesehen. Bei die Zwerge. Sie sind nicht schlecht, allerdings du hast das falsch eingesetzt. Ja. Weil du hast das gleich mal als Brecher vorgeschickt, aber das Problem ist, die wären sowas zum Beispiel, um das da hinten abzuholen. Eigentlich schon, dass natürlich. Dass du rumschickst und mal kleine Modelle abholst, vielleicht Bogenschützen, weil der kann jetzt dann auch das Niederreißen nicht zurückschlagen. Das sind so Einzelmodelle, kannst du damit super jagen. Aber das Problem war da, du hast es halt gleich mit einer Überzahl reingeschickt. Und ja. da haben sie es einfach nicht zusammengebracht, weil die Würfel einfach gegen sie waren. Na klar. Aber sonst, wenn die gewonnen hätten. Das Witzige war das, mein eigentlicher Plan wäre sozusagen eigentlich reinreiten, niederreiten, hoffentlich sozusagen ein paar noch mitnehmen, in der nächsten Bewegungsphase raus, auf den Marker gehen, das war eigentlich der Plan. Ja. Da war sie schon tot. Also der Widerreiter mit der V6 ist jetzt natürlich schon. Also V6 ist grundsätzlich gut. Ja, das ist jetzt nicht so, halt fast immer gegen die Stärke 4. Aber bei 20 Punkten. Ja. Ist es dann auch schon wieder, ist es auch schon wieder getan eigentlich. Ich glaube auch, dass es Khazad-Dûm nicht wirklich braucht. Auch, ja, das stimmt eh. Also, spielen wollte sie eigentlich, weil Gaudi und ja. weil cool Modell und weil so. Rule of Cool. Genau. Die wollte auf jeden Fall drinnen haben, also die würde ich in einer kompetitiven Liste rausnehmen. Ja, halt, du könntest das sowieso in der kompetitiven Liste nicht spielen an sich. Ja, natürlich. Ich dürfte sie natürlich nicht spielen. Ja. Aber jetzt nicht vergessen, Profilideen für die Wildschweinreiter unten rein, ja, weil die Widerreiter, das passt da nicht. Vielleicht habt ihr eine coole Idee und dann könnten wir die Wildschweinreiter nochmal reinholen in der Zukunft. Genau, richtig. Ich werde irgendwann jetzt dann. Ich habe nur zwei daheim, also es sind eigentlich vier und es sind nur vier in Aussicht, also dann acht. Ich werde irgendwann in den Westen reisen und die Männer besuchen. Die Männer des Westens genau. besuchen. Und dann nehmen wir wieder Battle Reports auf und so weiter. Und vielleicht. Michi, da müsstest dann der Khan-Armee als Ostlinge mitbringen. Der Ostmann nimmt die Ostlinge. Ja. Genau. Nein, war aber auf jeden Fall sehr cool. Ja, war ein cooles Spiel. Auf jeden Fall. Viel Spaß gemacht.
Passt. Danke fürs Einschalten. Kommentiert, sagt uns, was euch aufgefallen ist. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.